Hallo und herzlich willkommen zurück zum Medieval Dynasty. Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid in unserer kleinen Challenge-Runde. Und wir haben ja letzte Runde das Rohstofflager, Ressourcenlager noch schnell bauen können. Und jetzt geht es dann weiter mit dem Lebensmittellager. Das muss ja natürlich auch noch da sein. Und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht schon anfangen können, die ersten Häuschen zu bauen. Ja, aufregend, spannend, weiter geht's. So, ich muss jetzt hier erstmal ein bisschen frei machen, weil ihr wisst ja, ich bin immer nicht so der Freund davon, wenn man es dann halt einfach im Groben und Ganzen überspielt. Es ist ja immer alles weg, wenn man Gebäude draufsetzt, und dann ist es schon praktisch, wenn man da so ein bisschen das einsammelt, was eh schon rumliegt, ne? Und von daher doch schon noch ein Pilz. Ist hier noch? Da ist noch ein Pilz. Ich dachte, da war noch ein Star, siehst du? Ich wusste doch, ich habe irgendwo einen Stein gesehen. Ich habe es egal. Sie hat das nicht gesehen, sie hat es bloß vermutet. So. Ja, schön. Doch, total klasse. Ich freue mich nach wie vor sehr, hier zu spielen. Und ich finde es auch schön, dass die Folgen dann ein bisschen länger sind. Das ist tatsächlich irgendwie total cool. So. Okay. Ach, schön. Ja, krass, Hälfte der Zeit ist schon rum, ne? Also die Hälfte vom Frühling, vom ersten Frühling ist schon geschafft und gefühlt irgendwie nichts wirklich groß gemacht. Mal schauen, ich bin gespannt. So 8 Rundhölzer brauchen wir. Ich glaube, ich habe 0. Nee, doch, tatsächlich 2. Okay. Dann machen wir jetzt das erstmal rüber. Nehmen uns die 2 mit und dann packen wir mal die Bronzeaxt und dann geht das los, ne? Ich würde sagen, wir fällen jetzt dann halt erstmal hier unten weiter. Und dann gucken wir mal, ne? Aufträge hatten wir jetzt, glaube ich, alle schon gemacht, ne? Ich glaube tatsächlich. Hier wäre es halt tatsächlich jetzt gerade die Überlegung. Für den einen Schlag, ne? Lass uns mal doch noch schnell eine. Ich glaube, eine Axt. Steinaxt habe ich nicht mehr, ne? Nee. Lass uns mal nochmal schnell eine Steinaxt machen und für die letzten 10% lieber die Steinaxt nehmen. Das ist, denke ich, effektiver und macht unsere Bronzeaxt nicht gleich kaputt. So, was war das gerade? Ich habe es doch gesehen. Ach, das ist Johanniskraut. Nee, das interessiert mich jetzt gerade tatsächlich mal nicht. Da ist ein Stein. Ich glaube, 2 reichen, ne? Ja. Ist jetzt zwar immer so ein bisschen hin und her gewechselt, aber ich denke, es ist schon wichtig, dass wir auch so ein bisschen schauen und darauf achten, dass wir das wirklich optimal ausnutzen alles und möglichst ressourcensparend arbeiten. So, ne? 3 Schläge mit der und einen mit der Axt, genau. Oder man kann es auch andersrum machen. Einmal mit dem. Ja gut, das ist halt immer 20%, aber das ist okay. Ach, guck mal, hier tatsächlich. So, kann man halt, ne, 2-mal damit. 1, 2. Ach, das ist doch perfekt. 2-mal da drauf gehauen, ne, optimal genutzt. Super. So. So. Und dann bin ich jetzt gleich wieder einmal oben und dann nehmen wir die Bronzeaxt. Das ist doch gut. Das finde ich richtig gut. Das passt richtig zusammen. Das ist sehr schön. So. Genau. Finde ich, macht schon Sinn, ne? So. Jo. Ali hopp. Auf die Gefahr hin, dass das vielleicht gar nicht so viele Leute gucken. Hier. Ja, trotzdem mal so ein bisschen die Ankündigung. Es wird jetzt halt demnächst wirklich ein bisschen weniger an Folgen kommen müssen. Mein Kleiner war jetzt halt leider doch mal 3 Tage richtig böse krank und ich bin kaum hinterhergekommen, irgendwas zu machen. Also die Bude schaut aus, ey, boah, aber ist egal. Ja, der Kleine hat mich gebraucht und mein Mann hatte eine Schulung und zwar eben halt eine wirklich wichtige. Also keine, wo man einfach sagen kann, so, oh, ich bleibe jetzt mal so ein bisschen fern oder sowas, ne? Sondern so wirklich was für die Karriere
Ja, da ist vieles liegen geblieben und eben halt unter anderem einfach auch die Möglichkeit, irgendwas aufzunehmen. Also er ist wirklich der Kleine ist abends nicht alleine ins Bett gegangen. Der hat immer irgendwie die Hand gebraucht und sowas. Ich weiß nicht, wenn ihr selber Kinder habt oder Kinder in der Nähe oder vielleicht eure kleineren Geschwister oder sowas, ja. Wenn die mal krank sind, ne, die brauchen das einfach, ja. Und dann ist ihm halt einfach mal so ein mega geiles Computerspiel trotzdem total unwichtig. Auch wenn man mega viel Lust hat zu spielen und zu zocken und man ist halt einfach abends auch total müde und durch und man kann nicht mehr und ne? Und von daher wird jetzt nächste Woche doch ein bisschen es wird schon ein bisschen dezimiert vorkommen, so folgentechnisch und sowas, ne? Also ich habt es bestimmt gemerkt, am Freitag kam zum Beispiel gar keine Medieval Dynasty Folge 80. Es ging einfach nicht. Ich habe es einfach nicht geschafft, ne? Und mal gucken. Also ich hoffe, dass das jetzt dann es sollte langsam wieder besser werden, ne? Also wir haben heute Freitag, der Kleine ist seit Mittwoch krank. Ich nehme jetzt halt tatsächlich, ne, für übermorgen halt die Folge auf. Merke aber auch schon, dass ich ganz schön durch bin, also ein bisschen Verständnis zeigen bitte. Also habt ihr ja eigentlich immer, ne? Also es gibt ja keine Momente, wo ihr das nicht habt. Und da bin ich immer sehr froh und dankbar für und lass uns doch das Lebensmittellager gucken, ob wir das hier hinpacken können. Ja, perfekt. Gucke mal. Sag gar nicht groß überlegen. Bisschen Platz lassen. Geht ja auch erstmal wirklich nur um den Grundstock, ne? Darum geht's ja. Und um nichts anderes. Die Sims wird leider im Moment, also es wird halt so gar nicht geguckt. Leider. Schade. Ist aber jetzt auch nicht ganz so furchtbar katastrophal. Ich würde es halt trotzdem weiterhin aufnehmen, aber eben halt doch nicht so umfangreich, wie ich es ursprünglich geplant hatte, so mit Charaktererstellungen und Häuschen bauen hier und Häuschen bauen da. Sondern halt eher so wirklich einfach die Karriere durchspielen und dann mal gucken. Vielleicht mache ich das dann auch wirklich so, dass ich die Folgen einfach ja vorproduziere ohne Ende und dann im Prinzip nur übers Wochenende bringe oder eben halt sie mir für einen Urlaub aufhebe. Das weiß ich noch nicht, wie ich das jetzt genau mache. Muss ich mal gucken. Da oben hatte ich auch noch die Stroh. Ja, ne, dann. Ja, einfach nicht wundern, dass ihm halt jetzt dann doch so ein bisschen die Folgen ja eher so ein bisschen sporadisch kommen werden. Ich spiele auch mal wieder mit dem Gedanken, Graveyard Keeper nochmal so ein bisschen nach hinten zu schieben, weil das auch, also es gucken die gleichen Leute wie immer und da finde ich auch super, dass ihr das nach wie vor immer so guckt und euch das so viel Spaß macht und mir macht das ja eigentlich auch Spaß. Aber es fällt mir, wie gesagt, also von Folge zu Folge fällt es mir einfach immer ein bisschen schwerer. Und jetzt, war eben halt auch so ein bisschen die Überlegung, ob ich eben halt auch das so ein Stück weit zurückstelle, nach wie vor halt aufnehme, aber vorproduziere für den Urlaub, wenn ich dann die 2 Wochen nicht da bin, dass ich da was habe für euch, ne, und ich nicht halt noch extra irgendwas produzieren muss. Weil jetzt im Moment ist es halt so, ne, mein persönlicher Anspruch ist eigentlich, oder wäre es eigentlich gewesen, okay, du guckst jetzt halt, dass du deine normalen Folgen machst und nebenbei guckst du irgendwie, dass du zwischendurch nochmal irgendwas Besonderes machst, dann für den Urlaub. Ja, und hier und da und pipapo noch ein bisschen was vorbereitest und machst und tust. Aber es geht nicht, es tut mir leid, es geht nicht. Es ist einfach nicht möglich und deswegen, und Foundation macht im Moment sehr viel Spaß, wenn es auch nicht unbedingt so einfach ist. Da war jetzt einfach so ein Stück weit die Überlegung, ob ich mein Hauptaugenmerk auch einfach so ein bisschen mal wieder, also ein bisschen mehr Foundation lege. Wochenende eben halt nach wie vor die Challenge von Medieval Dynasty, ne? Die Folgen die normalen kriege ich, denke ich, auch ab nächster Woche wieder ein bisschen besser hin. Ja. Und dann einfach mal gucken, was so kommt, was so passiert. Mal schauen. Ja, das, aber ich möchte mir eigentlich auch nicht so viel Druck machen. Ne? Das tut mir nicht gut im Moment.
Und von daher, genau, also ich möchte eigentlich schon nach wie vor, dass eben zwei Folgen kommen. Ja, das denke ich, kriege ich auch gut hin. Aber es kann, also ich weiß nicht, ich glaube, das größte Problem für mich selbst ist eben halt, dass ich eigentlich was Regelmäßiges für euch machen möchte, ne, dass wirklich ihr ganz zuversichtlich an den und den Tagen die und die Folgen bekommt. Aber ich denke, das werde ich jetzt einfach mal für eine Zeit lang so ein bisschen aushebeln, auskurbeln und einfach gucken, das, worauf ich Lust habe, das, was ich schaffe, das mache ich dann halt auch einfach. Und dann, dass wenigstens ein bis zwei Folgen am Tag kommen, welche das dann sein werden, das, ja, entscheide ich so ein Stückchen spontan. Bis auf die Folgen von der Challenge jetzt hier, ne, die kommen einfach sollten zuverlässig kommen, Montag, Samstag und Sonntag, ne? Und ich habe ja euch hier gesagt, auch ein bisschen länger. Ich glaube, die letzte Folge ging voll lang, ne? Die war über eine Dreiviertelstunde oder sowas. Ich weiß gar nicht mehr genau. Jo. Aber ist ja schön, ne? Macht ja auch Spaß. Tja, aber ich habe auch tatsächlich überlegt, ob ich einfach wirklich morgens aufstehe, also wirklich früher aufstehe. Aber auch das war jetzt die letzten Tage nicht so, ja, nicht so drinnen, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber naja, dafür genieße ich das jetzt einfach umso mehr, jetzt gerade so ein bisschen zu spielen und oh, mal so ein bisschen das Genießen. So, ja, die Falle ist, glaube ich, nicht ganz so praktisch platziert, aber das ist nicht so dramatisch. So, hier jetzt noch ein Rundholz. Drinnen brauchen wir auch noch, ne? Oh, aber es könnte reichen. Oh, ich glaube es... nee, ich glaube es reicht nicht. Shit. Nee, es reicht nicht. Ah, zwei fehlen noch. Okay. Zwei Rundhölzer fehlen noch. Die kriegen wir aber auch noch zusammen. Hier, guck mal, dann nehmen wir doch jetzt erstmal die hier. So. Ne? Dann hätten wir das nämlich auch schon wieder. Cool. Bums. So. Ach ja, so, jetzt mal was Schönes. Jo. Ich freue mich auf den Urlaub. Es ist echt richtig krass, ne? Ich freue mich so einfach mal zwei Wochen raus aus dem Alltag. Boah, da freue ich mich so richtig drauf, ne? Das wird schon schön. Ich weiß nicht, ob ich es schon erzählt habe. Ich habe ja, wir haben uns ja so einen großen Campingplatz ausgesucht in Deutschland und da mit ganz vielen Attraktionen, gerade für die kleineren, ne, gerade für die so, ich glaube, das beste Alter ist so 4, 5, 6, ne, um da wirklich viel abzugreifen. Ich denke, der Jonas wird trotzdem viel Spaß haben, also wir werden auf jeden Fall eine Menge dafür tun, dass er eben halt Spaß hat. Ja, ich bin echt gespannt. Ich bin ja so noch nie, na gut. Ich bin ja tatsächlich so noch nie wirklich mit dem eigenen Wohnwagen verreist. Das ist halt immer, ne? Erzählen ist halt immer nicht so. Es wird tatsächlich so eine kleine Herausforderung und dann gerade gleich mit Kleinkind, das ist echt spannend. Mal gucken. Also wirklich mal schauen, was das so wird und was das so bringt und wie wir da zurechtkommen werden. Ich glaube schon, dass es anfangs gar nicht so einfach sein könnte. Weil es ja doch so eine Umstellung ist, ne? Hast halt ja nur begrenzt Platz und sowas, aber ich glaube, wir werden viel unterwegs sein. Kennt ihr in Hamburg das Miniaturwunderland? Bestimmt. Da wollen wir hin. Ja, wir wollen meine Tante besuchen, die wohnt nicht allzu weit weg. Wir wollen, also wenn wir im Miniaturwunderland sind, wollen wir eh nach Hamburg mal rein und mal gucken. Wir wollen in den Serengeti-Park und sowas. Klar, es ist alles ein bisschen eingeschränkt, ja. Auf der einen Seite, ne, auf der anderen Seite mega cool. Die beste Zeit, um sich solche Attraktionen anzuschauen, weil du musst dich, klar, du musst dich vorher anmelden. Das ist total nervig, ja. Du musst vorher so einen blöden Test machen. Nervt unglaublich. Also auch die, ich glaube sogar die, die geimpft sind, müssen Tests machen, aber das weiß ich jetzt gerade nicht genau. Wie auch immer. Es gibt, glaube ich, keine bessere Zeit, um sich für solche Attraktionen anzumelden und sich die mal in Ruhe anzuschauen. Zum Beispiel das Miniaturwunderland, das darf nur, oder das ist tatsächlich nur ein Drittel von der normalen Besucherzahl darf in das Haus rein.
Ja, das heißt, du hast einfach statt, ich sag jetzt mal wirklich, ich weiß gar nicht, 900 Besucher innerhalb von einer Stunde oder was, hast du bloß 300. Das entzerrt so wahnsinnig. Und ich weiß von meiner Schwiegermutter, die waren da schon ein paar Mal und jedes Mal haben sie sich halt geärgert, weil sie einfach nichts gesehen haben oder nicht ausreichend viel gesehen haben und immer total traurig waren, weil sie sich so darauf gefreut haben. Und mein Schwager ist ja, der sitzt im Rollstuhl und das ist immer total ärgerlich. Er wird sich das so gerne anschauen, ja. Und wenn dann immer so viele Leute rumstehen, dann hat man dafür halt einfach nicht die Möglichkeiten oder nur begrenzt Möglichkeiten. Und es ist total schön. Wir nutzen das jetzt einfach mal so richtig aus, ne? Wirklich Dinge zu tun, die sonst vielleicht, wo du eher sagst, boah, das ist echt voll, ich habe keine Lust, ne? Oder Freundschaft, die mit uns mit in den Urlaub fahren, die fahren in den Heidepark, ne? Wo du einfach sagen kannst, mega cool, ja. Es ist halt einfach so viel weniger los. Das Anstellen wird halt einfach so viel entspannter. Ja, weil du einfach keine 3 Stunden mehr warten musst, bis du mit deiner Lieblingsachterbahn fahren kannst, ja, sondern vielleicht einfach auch bloß, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht, eine Dreiviertelstunde oder sowas, ja. Oder vielleicht sogar nur eine halbe Stunde. Ja, klar, die Fahrgeschäfte, ne, so gerade so bei einer Achterbahn oder was, darfst du natürlich trotzdem nicht voll machen. Also ich glaube, da müssen dazwischen immer 2 Plätze frei sein. Aber das ist trotzdem völlig in Ordnung. Also so. Ich glaube, die Unreifen. Oh, Scheibenkleister, ich habe eine gegessen. Ach Mensch, ey. Muss ich mir mal irgendwo schnell... Ja, ich weiß. Ja. Da. Da. Ja, das ist ne. Zu viel Quatschen. Das ist einfach nichts. So. Zack. Vergiftung geheilt. Passt. So, jetzt gehen wir schlafen, ne? Ich habe ja gesagt, ich will nicht alle Tage durcharbeiten. Ach, hier sind sie, genau. Ja, guten Morgen. Es regnet. Ja, so. Gucken wir mal. Das war auf alle Fälle das Lebensmittellager. Haben wir jetzt fertig gemacht. Aber wir brauchen natürlich dann auch noch mal so ein bisschen was an Essen und so. Ist die Frage. Ich glaube, ach so. Müssen wir jetzt nochmal irgendwas sprechen mit Unigos? Okay, warte auf den Sommer. Das dauert jetzt noch einen Moment. Da könnten wir tatsächlich gucken. Das könnten wir auch im Sommer machen, ne? Wir müssten dann bloß die ganzen Baumstämme und sowas dann oben bei Denika machen. Ah, hier Schatz hier, ja. Da könnte man jetzt 2 machen. Wir könnten aber auch einfach die Gewinnung an sich erhöhen, ne? Ja, ich würde jetzt tatsächlich noch gar nicht so viel Wert auf Naturgewalt, Haltbarkeit. Ah ja, okay, das ist jetzt beides Haltbarkeitsverlust, ist nicht so hoch. Ich würde trotzdem erstmal die Punkte machen, ne? So, Überleben. Überleben zum haben wir gemacht. Genau, ein Fels in der Brandung, Wassertänzer, stark wie eine Eiche. Das ist jetzt alles, ja. Dann machen wir einfach mal das schnellere Bewegen durchs Wasser. Ich denke, das ist eigentlich gar nicht so schlecht, weil du dann schneller rüberschwimmen kannst. So, und hier haben wir 3 Punkte, ne? Haltbarkeitsverlust. Also, das ist natürlich schon eine wichtige Sache irgendwann, früher oder später, ne? Wenn du dann die ganzen Palisaden baust. Ich glaube schon, dass das dann Sinn machen würde. Das ist natürlich ein bisschen die Wärmedämmung. Ist auch, glaube ich, ganz cool, aber brauchen wir eigentlich so noch nicht. Also Kochwissen würde ich jetzt einfach mal, weil wir ja sowieso Erfahrungsgewinn am Arbeitsplatz Taverne. Na gut. So, handwerkliches Wissen. Ich würde einfach mal wirklich, ich meine, wenn wir irgendwann eine Frau haben, können wir das ja auch nochmal neu machen, ne? Aber ich glaube, das nutzt uns jetzt schon ganz gut. So. Gut. So, jetzt ist bloß die Frage, was machen wir denn jetzt als nächstes? Ne? Wir müssen natürlich schon schauen. Das
Das ist die Quest von Unigost. Hier unten haben wir jetzt so nichts mehr. Da waren wir ja eigentlich auch so mehr oder weniger. Okay, das heißt, wir konzentrieren uns jetzt wirklich aufs Bauen von den Hütten. Ich würde zum Anfang direkt mal zwei machen. Warte mal, hier den, ja, den machen wir auch mal da und den machen wir da. So, und dann würde ich vorschlagen, dass wir jetzt hier mal, ich glaube, wir müssen erst gucken wegen dem Haus, ne? Ach, das haben wir noch gar nicht freigeschalten. Eieieiei. Okay. Jetzt habe ich meine eigenen Regeln nicht im Kopf, glaubt ihr? Ich habe jetzt gerade echt überlegt, ne, wie machen wir das? Ein zweites Ressourcenlager brauchen wir ja. Können wir das nicht einfach schon hier drüben hinstellen? Und dann hier schon mal anfangen, so ein bisschen abzuholzen, dass die auch, bis wir da wieder anfangen, könnten wir doch da neu machen, ne? Meint ihr, das wäre okay? Ganz schön schwierig, die Entscheidung. Ich muss tatsächlich mal schnell lunzen, ne? Es ist halt Wahnsinn. Aber ich weiß es gerade selbst nicht genau. Jetzt muss ich bloß mal gucken. Leute, ihr kommentiert so wenig. Ich finde meine eigenen Sachen nicht. Das ist ja furchtbar. Das ist ja gar nicht gut. So, weiß ich nicht. Guck gleich. So. Jetzt machen wir hier erstmal weiter. So. Und hier. So, genau. Da noch die eine Birke nehmen wir noch mit, wenn ich sie denn dann treffe. Das ist immer komisch, ne? Zu weit, zu weg, zu nah. Hallo? Danke. So. Jetzt habe ich zumindest schon mal... Ha, guck mal. So, jetzt habe ich hier... Kann ich gleich gucken. Entschuldigung. Ja. Naja, ihr wisst ja, eine Vorbereitung ist jetzt nicht so meine Stärke. Entschuldigung. Ja. Wir wollten eigentlich auch noch Bären sammeln, ganz viele, weil wir ja dann tatsächlich auch wegen dem... Oh, das ist blöd. Warte mal, das müsste doch aber jetzt hier eigentlich fix gehen, dass wir mal eben zwei Steinchen finden. Wie sieht's eigentlich... Boah, Essenstrinken technisch ist schon schwierig, ne? Also ich finde es tatsächlich echt nicht so einfach. Ne, also jeder, der behauptet, es ist hier total easy, der hat es nicht ausprobiert und hat eigentlich gar keine Ahnung. Gerade wenn du so viele Tage hast, ist es tatsächlich schwierig, ne? Dich so ein bisschen über Wasser zu halten, was Essen und Trinken angeht. Also du musst zwischendurch ja schon eine ganze Menge jagen gehen oder eben halt ja, Pilze sammeln und so. Und ich meine, die geben halt einen Punkt, ne? Eine Nahrung, das ist halt eigentlich nix. So, warte mal. Quatsch. Jetzt bin ich hier ein bisschen durcheinander. So. Okay, also ich habe tatsächlich nirgendwo aufgeschrieben, wo ich die Lager hinbaue. Das heißt, ich bin da wirklich frei meiner Entscheidungen. Das, was wir... Genau, also hier stehe ich, wir haben ja nur geschrieben, wir dürfen erst innerhalb der Palisade bauen, wenn sie halt komplett steht. Das bedeutet nicht, dass wir das Lagerhaus nicht schon vorab dorthin hinstellen dürfen. Ich würde mir tatsächlich dort gerne
einen Platz im Wald suchen, das nicht allzu weit weg ist. Das machen wir jetzt nicht gleich. Das muss ich mir dann nochmal anschauen vielleicht oder sowas. Das müssen wir mal gucken. Aber ich denke, von der Planung her kann ich das eigentlich schon machen. Also ich denke, das... hier habe ich tatsächlich einmal schlagen vergessen. Die Regeln besagen nicht, dass wir das nicht dürfen. Oh Mann. Ich trick's mich gerade so ein bisschen selber aus. Hä? Oh, ich gehe mal runter, was trinken. Oh, ein Hase, das ist gut. Tut mir leid, Hasi, aber... Oh, wir haben einen neuen Jagdpunkt. Geil. Habe ich nicht schon Jagdwissen gehabt? Echt nicht? Oh nein. Ah. So. Müssen wir schnell mal was trinken gehen. Genau, aber da oben gibt es ja auch relativ viel Wald und dann haben wir es eben halt, ne? Ich baue es nicht innerhalb der Straße, ne? Also das will ich nicht, ne? Ich würde das schon gerne ein bisschen außerhalb hinstellen, aber ja. Tatsächlich finde ich, das sieht eigentlich echt schön aus hier, ne? Gerade. So, achso, nee, halt erst das Haus und dann... Achso, ja. Sollen wir jetzt noch warten oder sollen wir die kleineren Häuser hinbauen? Komm, wir bauen einfach nur schnell die kleineren Häuser. Das ist ja eigentlich wurscht. Das geht ja wirklich nur darum... Oh, wir können dann sogar gleich ein zweites noch aus... Ja, das ist doch super. So, hier muss leider... Du musst weichen. Aber das finde ich jetzt eigentlich gar nicht so schlecht. Ne? Dass wir da einfach so ein bisschen... Ja, sind es halt nur die kleineren Häuser. Ich finde es aber jetzt nicht so schlimm, weil ein Kind reicht tatsächlich, ne? Erstmal. Ich würde es eigentlich versuchen, wirklich so ein bisschen Hütte an Hütte. Ja, irgendwie, ne? Gerade eben vom Schatten her sah es aus, als wenn das nicht geklappt hat, ne? Also es hat nicht geklappt. Es sah vom Schatten her aus, als ob es klappt. So rum. Ah ja. Gott, ist nicht schlimm. Macht nichts. Gehen wir halt hier hin. So. Und dann gehen wir hier so ein bisschen schräg. Zack. Also wie, ich will auch nicht groß irgendwelche schicken Grundstücke oder sowas, ne? Das müssen wir dann einfach mal gucken. Also es wird, glaube ich, schon so ein bisschen interessant wird es tatsächlich schon, ne? Mit der Beschaffung der Ressourcen. Also unsere Leute werden ganz schön ackern müssen, glaube ich. Und auch wir müssen ganz schön ackern, wenn ich mir jetzt überlege, wie viele Punkte wir eigentlich brauchen, damit wir... weil die Palisade kriegst du mit dem Holzschuppen 2. Ja gut, es geht, ne? Es geht. Es ist okay. Es ist tatsächlich okay. Es ist gar nicht so schlimm, wie ich mir das vorgestellt habe. So. 5 Häuser haben wir schon. Ich glaube, 10 können wir. Genau. Holzschuppenwerkstatt am Anfang brauchen wir auf alle Fälle. Genau. Das brauchen wir auf alle Fälle. So. Naja, dann müssen wir jetzt so ein bisschen gucken. Unser Hammer ist auf alle Fälle gleich kaputt. Hier können wir aber auf alle Fälle schon mal bearbeiten, weil wenn, dann, ich möchte schon gern die Steinwände, ne? Und eigentlich hätte ich auch gern schon das richtige Dach. Klar, das ist ein bisschen teurer, das weiß ich. Aber es ist einfach schon wichtig, wenn man es vor Anfang an richtig dämmt, dann ist es schon besser. So. Brauchen wir schon. Und die Steine, die finden wir zügig. Ne? Bin ja ein Profi. Mhm. Ah, Steinwand. Steinwand. Hier auch nochmal Steinwände. Hier auch nochmal. So. Ja, das kriegen wir schon hin. Da bin ich mir ganz sicher. Und es reicht ja für den Anfang. Ne? Es ist ja wirklich nur, dass unsere Leute einen Unterschlupf haben. Bin ja froh, wenn sie bloß erstmal ein Kind bekommen. Die können dann ja immer noch ein zweites bekommen. Aber am Anfang, ne, brauchen wir es noch nicht. So, brauchen wir hier die Tür noch. Hier das Fenster und dann hoffe ich, dass ich einfach mal alles habe. Steinwand, Steinwand, genau. Hier ist auch alles in Ordnung. Steinwand mit Fenster, genau. Steinwände mit Fenster, normale Steinwand. Ja, passt. Super. Okay. Habe ich jetzt noch die Möglichkeit? Ich kann mir noch einen Hammer herstellen. Großartig. So. Dann hätten wir das nämlich... Halt, das ist... Ich glaube, hier habe ich jetzt nichts drin, was ich gerade brauche. Oh, wir könnten uns mal ein Haferbrötchen mitnehmen.
So. Ne, dann sehen wir schon wieder ein bisschen besser aus. Okay. Ja, Steine haben wir natürlich nicht viele. Das ist ganz klar. Auch Rundhölzer und Bretter haben wir nicht viele. Deswegen würde ich jetzt zuallererst nochmal sagen. Okay, pass auf. Wir machen jetzt die zwei Stöcke erstmal da nochmal rein. Was ich jetzt mache, bevor wir irgendwas anderes machen, ist natürlich den Holzschuppen, weil wir ja wegen den Brettern das auch machen müssen. So, pass auf, den stelle ich jetzt einfach mal hier so. Ja. Hier so. Irgendwie hin. Ja. Ist wurscht. Geht ja auch erstmal nur darum, dass er da ist, ne? So, Rundholz. Genau, Rundholz, aber da fehlt uns das Stroh. Das müsste ja hier unten dann eigentlich sein, ne? Am Fluss, am Wasser. Ich glaube, wir haben tatsächlich die Stelle genommen, wo eben halt auch relativ viel Stroh ist. Oh, guck mal, ein Rundholz. Hallo. Noch was? Nee, schade. So, oder auch nicht. Okay, nee, hier ist tatsächlich kein Stroh. Oh. Oh, hier liegt noch ganz viel Holz. Oh. Okay, nehmen wir mit, kein Problem. Warte mal, jetzt müssen wir hier drüben, ne? Ja, hier ist es doch schon. Blind. So. Ja, dann können wir nämlich gleich da schon mal weitermachen und dann werden die ersten auf alle Fälle Holz fällen. Und zwar eine ganze Menge. Da freuen die sich bestimmt. Oh. Ja. Also da werden wir auf alle Fälle gucken, dass wir welche nehmen mit Gewinnung. 3. Müssen sie auf alle Fälle haben. Einen Jäger brauchen wir unbedingt. Damit wir das ganze Fleisch und sowas bekommen, was wir brauchen. Und dann schauen wir mal, ne? Dann schauen wir mal. So. Jo, okay, ich denke, das reicht jetzt so erstmal an Schilf. Wobei, ich wollte, wenn ich mir unten, wenn ich mir da noch ein Ressourcenlager hinbaue, dann glaube ich, wäre es günstig, wenn ich noch ein bisschen mehr Schilf einsammle. Dann müsste ich es nicht nur noch ewig weit schleppen und wiederholen. Und ist ja doch eine ganze Menge, was man da braucht. Aber ich denke, der Grundstock jetzt so mit einem Holzschuppen, Jägerstand, den zwei Häusern, und vielleicht dann früher oder später noch die Scheune. Das müssen wir dann mal gucken. Das wenigstens, ja, es ist halt die Frage, ne? Sollen die sich dann halt eher um die Landwirtschaft kümmern? Ich meine, so viele Felder wollte ich jetzt eigentlich nicht haben. Hm. Steine, Steine. Können wir noch ein bisschen was tragen? Wie viel Platz haben wir? Oh ja, ein bisschen was. Sehr schön. Guck mal, ne? Das ist doch in Ordnung. Die brauchen wir ja jetzt eh gleich alle und von daher. So. 2, 4, 5, 6 haben wir. Okay. Ja, gut. Dann der Jäger noch direkt hier mit hin, ne? Oh, hier muss ich aufpassen, sonst bin ich eingesperrt. Genau. Dann haben wir nämlich die Möglichkeit hier mit dem Beginnen der Bretterherstellung. Ne? Dann sammeln wir hier mal eben alles so ein bisschen auf. Dann machen wir hier nämlich noch den Jäger dazu. Ich hoffe, das ist von der Menge her in Ordnung. Ich weiß gar nicht, habe ich genug? Ja, passt. Perfekt. Guck mal, ne? Dann können wir nämlich hier den Jäger noch hinbauen. Cool. Ja, aber das muss schon sein, ne? Halt. Das muss sein. Also eine Straße bis darunter. Da führt kein Weg dran vorbei. Hahaha, Wortwitz. Habt ihr gemerkt, ne? Oh Mann. Sowas von nüchtern und dann. Ja. So, genau. Ja, guck mal, ne? Da hast du hier dann die Möglichkeit. Super. Das ist doch in Ordnung.
So, jetzt müssen wir natürlich die ganzen Stöcker noch sammeln und sowas. Das wird jetzt natürlich nochmal ein bisschen Arbeit, aber ich denke, es wird jetzt dann einfacher. Wir machen uns gleich... Ja, eine Steinaxt, warum auch immer. Eigentlich wollte ich einen Hammer machen. Aber okay. Ein Hammer. Oh ja, Brennholz. Brennholz müssen wir vorher unbedingt auch noch machen. Auch da führt kein Weg dran vorbei. Ja, dann sind wir ja im Prinzip bis Ende des Frühlings auf alle Fälle vorbereitet für unsere ersten Dorfbewohner. Und dann können wir dann wunderbar im Sommer dann vielleicht rumlaufen und die ersten Leute hinzuholen, ne? Das ist natürlich cool. So, Stöcke habe ich keine mehr. Das ist jetzt bloß das Stroh. So, aber das sieht schon gar nicht so schlecht aus. Genau. Und, da liegt doch noch... Nee, da liegt nichts mehr. Okay. Ich würde jetzt von hier weiter hinten tatsächlich die Bäume nehmen. So. Ja, dann machen wir mal noch. Eins, zwei. Eins, zwei. So, dann nehmen wir hier noch den da. Und den da. Und dann haben wir erstmal ein bisschen was. Den hier, ne? Ja, genau. Und dann den hier. Das könnte vielleicht reichen. Mal gucken. Ich hoffe es zumindest. Wäre ja schon schön, ne? Wenn wir das jetzt noch dann fertig kriegen könnten. Ne? Außerdem haben wir dann wieder ein paar Stöcke eingesammelt. Ist ja auch immer ganz praktisch beim Bäume fällen, dass wir da die Stöcker gleich dazu bekommen. So. Und ansonsten liegen hier sowieso mega viele rum. Da Stein aussieht wie Hase. Schon wieder erschreckt, obwohl bloß Vater Morgana eines Hasen. Aber trotzdem. Stöcker brauchen wir nochmal ein paar. Da können wir hier nochmal ein paar sammeln. Oh, es ist auch Lehm. Oder sieht es... Nee, hier ist tatsächlich Lehm, ne? Cool. Schön. Lass dich mal nicht ablenken, Kira. Du wolltest eigentlich was anderes machen, ne? Hoppala. So. Hier haben wir noch die Stöcker. Okay. So. Ja, ja, das wollte ich ja nicht. Achso, die sind schon... Jetzt müssten wir dann gleich eigentlich überladen sein. Ich habe es mir schon fast gedacht. Da oben ist die Hütte. Sieht auch schön aus, so über Eck. Mag ich sehr. Finde ich echt schön. So. Ja, guck mal, wie schnell das dann geht, ne? Das ist schon cool, dass es jetzt so fix abgearbeitet ist, was wir alles so in der Folge vorhatten, ohne dass wir es wussten, dass wir es vorhatten. Mhm. Aber dass es jetzt trotzdem ganz gut geklappt hat, alles. Schön. So, siehst du, und jetzt haben wir hier doch bestimmt noch ein paar Rundhölzer zu liegen. Ja, haben wir. Aus denen können wir dann schon mal ein paar Bretter herstellen. Guck mal, hier liegt noch ein Rundholz. Perfekt, super. Läuft wie am Schnürchen. So. Hier, da ist noch ein Rundholz. Ich glaube, mehr Bäume habe ich jetzt noch nicht angehauen. Nee. Passt. Ist okay. So. Und dann mache ich jetzt aber erstmal die Bretter. Und dann gucken wir mal weiter. Ja, die Häuser werden wir jetzt, denke ich, in der nächsten Folge machen. Ich glaube, das schaffe ich jetzt dann nicht mehr. Also einfach von der Müdigkeit her, ne? Lust hätte ich schon noch. Wir sind jetzt knapp mal bei knapp 40 Minuten. Aber ich kann, also jetzt langsam fühle ich mich ein bisschen arg matschig. Ist jetzt dann auch schon 10:30. Und Tage sind ja im Moment nicht unbedingt kurz. Von daher denke ich, ist das dann schon in Ordnung. Ein Haus würde ich auf alle Fälle schon mal fertig machen. Mit dem ersten Haus, wenn es fertig ist, nehme ich auf jeden Fall welche mit
für den Grabungsschuppen. Quatsch, für den Holzschuppen. Genau, dass da. Braucht halt 12, ne, trotzdem. Aber ist egal. Das ist in Ordnung. Das kriegen wir dann schon hin. Wir müssen jetzt dann halt einfach ein paar mehr Bäume alleine fällen, ne? Das ist halt so. Aber das gehört ja dazu, ne? Deswegen ist es ja eine Challenge. Weil es eben nicht so einfach sein soll. So. Genau, Steine müssen wir dann eben halt auch noch sammeln. Das ist aber, denke ich, kein Problem. Also es, ja, da kann man dann eventuell auch gucken, dass man unten am Wasser mal so ein bisschen entlang geht und guckt. Aber eigentlich sind Steine relativ gut zusammengefarmt und eigentlich auch relativ schnell, ne? So. Jetzt gucken wir dann mal. Ja. So. Ja, also Plan ist jetzt dann so für die nächsten 2-3 Folgen auf alle Fälle eben halt zu gucken, dass wir hier die zwei Häuser mehr oder weniger fertig machen. Zumindest schon mal das eine jetzt dann. Uns dann Leute, hier sind ganz viele Bären. Uns dann eben halt die ersten Leute holen. Der eine, der jagen kann, der andere, der im Holzschuppen arbeitet. Ich glaube, arbeitsplatztechnisch ist sowieso bloß 1-1, ne? Bin ich der Meinung. Ich glaube, ja. Genau, und von daher, ist das, glaube ich, echt in Ordnung, wenn wir sagen, okay, einen Jäger und einen Holzfäller. Na, du hast aber Langeweile, hä? Und dann, genau, machen wir das zweite Haus fertig und dann gucken wir einfach mal, wie es dann weitergeht, was wir dann dazu bauen. Natürlich müssen wir die Arbeitsplätze vorher besorgen, ne? Vielleicht sagen wir auch direkt einfach mal einen zweiten Holz. Nee, ich glaube, das dürfen wir nicht. Da muss ich mir. Also ich glaube, das größte Problem ist, dass ich gerade selber keine Ahnung habe, wie die Regeln sind. Oh, weil ich so schön bin, so schlau, bin so schön verplant. Beinahe Filmzitat. So. Ernsthaft, ich schreibe mir die Regeln, schreibe ich mir, glaube ich, mal auf so einen kleinen Post-its und klebe die an den Monitor, damit ich eben halt nicht jedes Mal dann jetzt, durfte ich das jetzt, durfte ich das nicht? Tatsächlich liegt es halt einfach daran, weil der Kopf eh schon mit so vielen Dingen beschäftigt ist und das ist dann halt einfach nicht wichtig genug, um das eben halt so beizubehalten. Ja, das heißt nichts damit zu tun, dass ich das nicht ernst nehme oder sonst irgendwas, sondern wirklich einfach nur, der Kopf, der möchte im Moment andere Sachen bearbeiten und von daher ist so eine schriftliche Unterstützung jetzt gar nicht so schlimm, finde ich persönlich. So, haben wir hier nochmal ordentlich Bären eingesammelt, also ich denke, düngermäßig werden wir schon ganz gut aufgestellt sein. Hoffe ich zumindest, aber ich denke schon. Ich glaube schon. So, hier sind nochmal ein paar Bären gewesen, aber da ist nochmal ein bisschen. Ja. Das ist okay. Es ist natürlich jetzt nicht ganz so schlau gewesen, dass es die hier so nah sind. Aber ist egal. So, meine Lieben. Krass, wie schnell der Hunger runtergeht. Das ist echt so krass, weil wir beim normalen Spielstand das schon mitgeskillt haben. Merkt man das echt so extrem, ja? Heftig, finde ich. Oh, guck mal, hier sind noch ganz viele Pilze. Was ist... Was? Was ist das denn? Oh, hier kommt bestimmt ein Banditenlager hin. Jo, geil. Ja, ich werde mich nicht beschweren, ne? Ja, krass. Oh, wie toll. Und kann ich das auch benutzen, das Lagerfeuer? Keine Fackel im Slot. Kein Problem. Kriege ich jetzt hin. Hab ja eine gefunden. Nee, schade. Okay, schade, schade, schade. Mega. Ist noch mehr da? Irgendwie so was zu essen oder so? Nee, ne? Doch, hier ist noch was. Ein einfacher Rucksack. Ah, das ist ja cool. Na toll. Aber den kann ich nicht tragen, weil, habe ich schon. Aber wir können ihn verkaufen, ne? Das ist ja toll. Dankeschön, Spiel. Aber ich habe heute erst in der Medieval Dynasty-Gruppe auf Facebook gelesen, dass irgendein Mädel ist total begeistert davon, dass es jetzt so viele Sachen zu entdecken gibt und so. Das ist natürlich cool, wenn du jetzt halt so eine Sachen halt oft mal findest.
dann macht das Rumreisen dann gleich nochmal doppelt so viel Spaß. Das machen wir auf alle Fälle auch nochmal, ne? Reisen und entdecken. Coole Sache. Mega super cool. Das Banditenlager gefunden, ne? Eines der vielen. So. Ich weiß gar nicht, brauchten wir eigentlich, wollte ich doch Steine sammeln. Mehr als Stöcker, ne? Aber gut. Guck mal hier. Stein, 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 Stein. So viele Steine. Herrlich. Okay, also Ziel für die nächsten Folgen ist auf alle Fälle die Häuser fertig machen, die zwei, die da sind. Schon mal zwei Leute dazu holen und sie arbeiten lassen. Jetzt sind wir überladen. Genau. In den Sommer starten, die Quests wieder abarbeiten, ne? Das ist so ein bisschen das, was jetzt dann kommt. Ein bisschen jagen gehen zwischendurch. Oh, ich sollte vielleicht trotzdem nochmal schnell was trinken gehen. Ich glaube, das ist tatsächlich einfacher, wenn ich das jetzt mal eben so mache. Ja, jetzt bin ich schon nicht mehr überladen. Feld bearbeiten dann, ne? Ich meine, klar, wäre vielleicht schlau gewesen, ist jetzt, aber mit dem, es ist, der Dünger ist einfach zu teuer, finde ich, noch. Und von daher finde ich das vollkommen in Ordnung, dass wir den Flachs oder was erst im nächsten Jahr anbauen. Da müssen wir da eh gucken, dass wir hier noch ein bisschen freiräumen, Platz machen und sowas, ne? Aber keine Eile, keine Hektik. Das wird schon alles. So. Da haben wir wieder ein Fleisch. Und dann würde ich sagen, jo. Können wir eigentlich weitermachen, ne? Indem wir schlafen gehen. So, ihr Lieben, das soll es für heute erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich freue mich wie immer sehr, dass ihr dabei wart und dass ihr so tolle Kommentare schreibt. Und total klasse, schick. Bleibt gesund und munter, ne? Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao, ciao.